Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ostriff hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben hier unsere Felder mit Buchweizen, mit Hanf, mit Weizen und mit Kartoffeln, die hier fleißig am Arbeiten sind. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal 40 Charcoal drin, 6, ach ja, gut, Kartoffeln werden wir natürlich jetzt da an diesen Markt erstmal reinpumpen. Ich hoffe, dass ich da jetzt genügend dann bekomme und ich hoffe, dass dann nicht gemeckert wird, weil keine Kartoffeln da sind. Für die Bevölkerung. So, wir haben hier 4 neue Häuser, wir haben insgesamt 60 Einwohner. Wir sind eigentlich auf einem guten Weg und ich wollte hier mal gucken, ob hier schon Clothes hergestellt werden. Jupp, da werden Clothes hergestellt. Wir haben 0,1 Clothes. Wird das auch schon hier angeboten? Clothes 0,05. Warte mal, da müssen wir mal gucken hier in unserer Town Hall Economy. Da sehen wir doch bestimmt Clothes Produce 0,6. Spend nicht. Sold 0,5. Also da haben wir durch die Close schon ordentlich Geld wieder gemacht. Aber wir haben natürlich in der letzten Folge hier diesen Handelsgewinn von 180. Der ist natürlich echt nicht schlecht. Also das war wirklich gut, dass die da von der anderen Stadt zu uns gekommen sind. Dass wir das nicht machen mussten. Wir können hier jetzt erstmal ein paar Worker einstellen. Wir werden dann, naja, da brauchen wir erstmal keinen Worker, oder? Wie sieht's aus mit den Booten? Noch halten die. Hier ist voll, okay. Da ist einer drin, da ist einer drin. Hier, das könnte schon bald soweit sein. Naja, nee. Also, wenn man jetzt die Baumhöhe hier sieht und die Baumhöhe da sieht, da ist noch ein gewaltiger Unterschied. Okay, so, da muss noch ein bisschen was wachsen. Wie, da sind jetzt auch lauter Workers drin, die da gar nicht drin sein müssten eigentlich. Ich lasse mal 2 über. Den Rest gebe ich erstmal frei. So. Wie viel Hanf haben wir hier noch? Hanf haben wir noch ein bisschen was. Hier immer noch 4,9 Hanf. Textilien 0,1 werden da gemacht. So, da gibt es dann auch ein bisschen was dazu. Also, es werden schon mal Clothes verkauft. Die 0,1 sind auch schon reserviert. Das heißt, die gehen auch raus. Ich weiß jetzt nicht, was mich Clothes bringen oder was Clothes bringt. Also, wie viel Geld ich dafür bekomme. Der Handelsmarkt hat jetzt hier den einen Worker. Na gut, der muss halt eben das Material ran schleppen hier. Damit wir dann im nächsten Jahr richtig schön verkaufen können. Also Anfang des nächsten Jahres wird wieder der Verkauf stattfinden und ich hoffe, dass ich dann 20 Charcoal loswerde und 20 Potatoes, was dann ungefähr 160 da und 200 dort sind. Also, dass ich dann, müsste ich richtig viel Geld dann nicht für meine Bevölkerung kriegen und dann könnte ich dann halt eben auch die Gehälter erheben, beziehungsweise die Kosten für das Haus wieder etwas runtersetzen. Wir können ja mal gucken, ist da momentan, werden sie noch alle wohlhabender, wenn sie denn Arbeit haben. Na, hier ist zum Beispiel schon mal Settled 1 year ago, die gehen runter mit dem Geld. Da geht es so einigermaßen. Die sind schon mal ganz gut unterwegs. Hier geht es auch ordentlich runter mit dem Geld. Also die sind wahrscheinlich alle arbeitslos. Obwohl er arbeitet im Trading Post und sie ist unemployed. Und er arbeitet im Fishing Dock und sie auf der Farm. Also hier müsste eigentlich das Geld jetzt auch wieder hochgehen. Ja, ich könnte ihnen 5 geben, quasi vom City Treasury. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Also dass ich jetzt quasi die Miete fürs Jahr oder so bezahle. Dann hilft das ja auch nichts, wenn ich jetzt ihn wieder mietfrei wohnen lasse. Naja, egal. So, wir haben 2,7 Fische, das ist okay. Wenn hier ein Boot so weit runter ist, dann müssen wir einen Bootsmann wieder einstellen. Der 75-Jährige macht das ja jetzt, glaube ich, nicht mehr, oder? Lebt er noch? Ist er noch da? Ja. Der nächste ist schon 76 und ist jetzt Träger. Naja, gut. Ja, was halt zu tun ist, ne? Das ist halt eben immer solche Sache. Hier wird jetzt fleißig die letzte, oder den Kohle aufgebaut. Und wieder der neue Meiler, der brennt hier gerade durch. Und hier wird noch Kohle hingebracht. Wie viel haben wir hier schon? 78,8. Das ist ja schon mal ganz gut. Holen die eigentlich auch Kartoffeln hier wieder raus aus dem Lager? Das könnte auch sein, dass die hier wieder Kartoffeln rausholen aus dem Lager, ne? Zum Verzehr. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Das könnte durchaus möglich sein. Also sie hat eben jetzt keine Potatoes mehr hier. Aber wir werden ja im nächsten Jahr hier wahrscheinlich ordentlich Potatoes runterkriegen. Und die Potatoes, die können wir dann auf dem Weizenfeld nochmal ablagern. Also hier oben und das Weizen können wir tauschen. Und dann müssen wir wahrscheinlich noch ein 5. Feld machen, was wir dann erstmal brach liegen lassen. Beziehungsweise was, wo wir denn was anpflanzen. Und 1 können wir dann brach liegen lassen. Irgendwie ging das so. Da müssen wir mal gucken, wie wir das denn aufbauen. Dann muss nämlich die Farm eigentlich ein bisschen höher. Weil sonst hier das vom Platztechnischen her nicht mehr so gut aussieht.
So, ich würde jetzt gerne, weil wir ja noch was bauen können, würde ich schon mal ganz gerne auch einen Kuhstall bauen. Da ist der Cowsheet. Den würde ich ganz gerne mal bauen. Und zwar, wo bauen wir denn jetzt den, das mit dem Kuhstall hin? Ja, den machen wir ruhig hier oben hin. Da muss ich ja sowieso eine Farm dran. Wie rum ist denn das Ding aufgebaut? So rum ist besser, ne? Wo ist denn da der Eingang? Zeig mir mal, da ist der Eingang. Also hier sind auf jeden Fall Eingänge. Ich weiß nicht, wie das mit den Kühen ist, ob die bloß auf der einen Seite rauskommen oder nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir da Weiden dran bauen, ne? Damit wir die nicht ganz so viel verfüttern müssen. Ja, der kommt erstmal hier hin. So, da kommt der Kuhstall hin. Denn werden wir uns auch nochmal Kühe und Schweine kann ich nämlich kaufen, das habe ich schon gesehen. Und dann werden wir natürlich einen... Hat. Hier. Natürlich auch noch einen Schlachter brauchen. Der kommt dann hier hin. Und dann brauchen wir noch die Tannery. So. Und dann brauchen wir noch... Ja, es sind einige Bauprojekte, die hier noch sind. Wir müssen unbedingt Eisen kaufen, ne? Schlachthaus haben wir, das haben wir, Cowsheet haben wir. Wo ist denn hier der Shoemakers Workshop? Genau den brauchte ich dann noch. So, und den stellen wir dann da mal hin. So, dann kann der nämlich hier, der kann Leder machen, der macht Fleisch. Und wenn wir da schon mal Rindfleisch haben, das ist nämlich auch ein sehr gutes Gut. Für die Nahrungsmittelversorgung. So. Und natürlich können wir hier dann Ochsen züchten, damit wir dann hier auch noch pflügen können und hier mehr vom Feld haben, ne? Also mehr Ertrag auf dem Acker haben, beziehungsweise ich glaube, das Pflügen bringt irgendwie Nährstoffwerte zurück oder sowas. Ganz genau weiß ich es nicht. So, hier scheint wieder was gewachsen zu sein. Das sieht irgendwie anders aus, aber naja. Viel größer als normal ist es noch nicht. So. Wie weit hast du hier schon? Du hast jetzt die 100 eingelagert und 627, das ist gut. Du hast hier nichts mehr zu tun anscheinend, hast aber 10 mal Flur. Ja, es ist nirgendwo mehr Weizen zu kriegen. Dann können wir die beiden entlassen, die müssen wir ja nicht sinnloserweise bezahlen. So, wie sieht's aus mit dem Geld? Wir sind noch mit 160 im Plus, das ist auch gut. Also da, wir sind gut unterwegs, was das Geld angeht. So, wie sieht's mit deiner Familie aus? Hat sich ein bisschen erholt vom Geld her, sind ja aber alle arbeiten. So, jetzt ist er unemployed. Beide unemployed, das könnte natürlich schief gehen. Also da könnte durchaus sein, dass die dann schnell ihr Geld verlieren. Aber da wird sich ja demnächst, also jetzt sind ja viele auch am Bau beschäftigt hier. Könnten wir da noch einen dazu nehmen. Die dann hier fleißig den Bau organisieren der verschiedenen Gebäude. Und wenn die denn da sind, haben wir natürlich auch wieder neue Arbeitsplätze. Im Cowsheet, beziehungsweise wir brauchen dann wahrscheinlich noch ein paar mehr von diesen Heuaufstellern. Das werden wir noch, das können wir schon mal hinstellen. Nee. Oh, eine Well könnte man hier auch hinmachen noch. Dass die denn hier oben sich auch Wasser holen können. Da stellen wir mal hier eine hin. Einfach nur, weil damit eine da ist. Und dann brauche ich auch noch wahrscheinlich von den Heuschobern hier mal so ein paar. Dass ich die da hinstellen kann. Die tun ja nicht weh, wenn die da dazwischen stehen, denn da kannst du ja trotzdem durchgehen. Und dann haben wir nämlich dann auch noch ein Heulager, werden wir dann noch bauen. Das war, glaube ich, nämlich noch ganz wichtig, dass wir Heu auf Lager haben. Kann ich noch eins bauen? Immer noch ein Heu-Storage. Der kommt dann auf der Seite hin. Dann haben wir nämlich zweimal Heu hier für unsere Kühe. Ich glaube, das ist ganz wichtig gewesen. Und natürlich dann halt die Koppel hier hinten dran. Die müssen wir natürlich dann auch noch bauen. Aber dann muss erstmal das Gebäude stehen. Aber das kann ja jetzt losgehen anscheinend. Da scheint ja richtig was loszugehen. Und hier sieht man schon, die tragen natürlich auch schon Heu hier rein. Von ganz unten, aber das ist erstmal egal. Haben wir die ersten vier Heu und hier entsteht gerade Heu. Sehr gut. So, dann kommt von unten auch nochmal Heu und dann wird hier wahrscheinlich schon wieder neu draufgelegt worden sein, genau. Also da haben sie jetzt
sind wieder einige Leute in Arbeit gekommen und haben wieder ein bisschen Geld verdient, haben uns Geld gekostet, aber ich hoffe, wir verhandeln das alles dann ganz gut beim nächsten Mal. So, irgendeine Nachricht war da oben, das weiß ich jetzt nicht mehr, welche da stand, aber das ist mir nicht mehr da wichtig. Ich denke mal, wird sein, dass dann so ein Heuschober oder sowas hier fertig gebaut wurde. So, wie sieht es dann aus hier mit unserem Kuhstall? Wenn wir da mal zugucken, wenn der Kuhstall gehämmert wird, ne? Gemeißelt wird, das sieht schon ganz hübsch aus. Wie die ganzen Arbeiten dort vorangehen. Ein Balken nach, nächsten fliegt nach oben. Die Mauern werden gesetzt. In den kleinen Lücken entstehen natürlich wieder Fenster, ne? Das ist, zack, schön hochgezogen, die Mauer. Fein macht ihr das. Und jetzt kommt der Dachfirst oben drauf. Und dann haben wir nämlich schon den Kuhstall auch fertig. Und ich glaube, der lagert dann auch, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter da reinsetze, lagert der dann auch schon ein. Wo ist eigentlich der Hühnerstall abgeblieben? Der ist hier, ne? Ja, der hat auch schon einmal eingelagert, Wasser und ähnliches. So, und dann lagert der nämlich auch Heu ein hier, wenn der fertig ist. Ah ja, guck mal, jetzt können die Zwischenbalken noch gemacht. Sehr schön. Sehr schönes Gebäude. Und dann kommt hier das schöne Reetdach drauf. Und das auf der anderen Seite auch noch. So, dann kommt nochmal einer angelaufen, der ein bisschen mitbauen will. Und dann wird es gleich hier Pling machen. Und dann ist der Kauschied fertig. Sehr schön. Unser Kuhstall steht. Das hat doch auch schon was. So, das heißt, wir könnten bis zu 20 Viecher hier drin haben. Brauchen natürlich, wir machen jetzt erstmal einen Worker hier rein, der quasi die Lagerbestände vollfüllt. Die Well, die nehmen wir jetzt erstmal nach vorne, dass die erstmal gebaut wird. Das ist ja erstmal legitim, denke ich mal. Also es könnte natürlich sein, dass wir jetzt, naja gut, 500 Nägel haben wir hier noch. Wie viel Eisen haben wir noch im Lager? 0. Das ist nicht sehr viel und hier haben wir auch 0 Eisen. Also das ist das letzte Eisen gewesen, was wir hatten. Wir müssen Eisen kaufen in der nächsten Runde. Das kriegen wir aber hin. Ich hoffe nur, dass ich genügend Kohlen da hinten verkaufe, also dass ich den Charcoal-Verkaufer machen kann. Also da lohnt es sich fast, auch den Läufer hinzuschicken, wenn man 20 Charcoal hat. Der Läufer kostet 90, 200 nimmst du ein, hast du 110 Gewinn. Das ist vollkommen okay. So. Und hier wird jetzt schon Wasser reingetragen. Ja, das holt sie sich natürlich von weit hinten. Und dann holt sie sich auch das Heu hier aus dem Lager. Das habe ich extra so nah rangestellt. Ich denke mal, ich werde hier ihr auch eine Welle hier vorstellen. Oder wenn die fertig ist, dann wird sie wahrscheinlich daran gehen. Hier wird gebaut. So, der Brunnen ist fertig. Hier wird also ist Wasser zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob sie Wasser quasi für die Kühe, ob sie da das Trinkwasser nimmt. Also ob sie da ans Well geht oder ob sie da... Wo ist sie denn jetzt, ne? Müssen wir mal gucken, ob sie denn jetzt gleich da, dort rüber geht oder ob sie bis zum Wasser runter geht, um Wasser zu holen. So, taking rest. Okay, jetzt sehen wir erstmal gar nichts. Jetzt geht sie erstmal pennen. Auch gut. Kann man ja mal machen, sowas. So, wie sieht es hier aus mit dem Boden? Braucht da eines Reparatur? Nö, geht noch. Aber morgen müssen wir den Bootsreparaturmann wieder einstellen, sonst wird das nichts. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir haben dann nachher hier natürlich noch 3 Gebäude zu bauen. Wir müssen unbedingt Eisen besorgen, damit wir an Nägel kommen. Weil sonst kann der hier nichts mehr machen, ne? Wenn der kein Eisen hat. 390 Nägel haben wir noch, 400. Okay, er macht gerade noch welche. Dann wird er irgendwo noch Eisen gefunden. Ach ja, doch, nee, der hat noch 2 Eisen. Ah, hab ich mich verguckt vorhin. Okay, er hat noch 2 Eisen. So, jetzt sind wir im Juni. Jetzt werden natürlich hier schon wieder mit unseren Äckern ein bisschen, interessante Sachen passieren. Also da müssen wir dann auch aufpassen, dass wir da dann gleich sauber durchgehen. Ich denke mal, wir werden nachher ja auch Sonnenblumenöl noch machen. Das kann man ja, glaube ich, auch verkaufen, ne? Sonnenblumenöl. Ja, Sunflower Oil, das kann man auch noch verkaufen an die Leute. Also da werden wir dann noch irgendwie die Frucht Sonnenblumen mit reinbringen hier in unseren Abbauplan. Ich denke, wir werden noch eine zweite Farm hier oben hinbauen müssen, die dann quasi auch nochmal Felder hat, in der Größe. Und dass das denn geht. Ich glaube, mit dem Flügen werden die großen Felder natürlich schon, das wird schon schwierig dann, ne, mit den Leuten, aber das werden wir sehen. So. Momentan haben wir ja genügend Leute, die arbeitssuchend sind. Also da sind ja insgesamt 11 Mann arbeitssuchend. 12 Mann sogar. Also da ist aktuell richtig was los. Also wenn hier quasi die Ernte losgeht, dann haben wir 12 Mann gleichzeitig mit in Arbeit. Und hier haben wir die ersten Häuser, die quasi finanziell nicht mehr so gut dastehen und, na ja gut, als Träger, ja, unter dem Trading Post. Ja, müssen so ein bisschen, ist immer schwierig, ne, so ein Monatsanfang ist immer teuer dann.
wenn da Geld bezahlt werden muss. Wir werden vielleicht doch noch ein bisschen wieder runtergehen bei den Housing Grants, weil wir jetzt im halben Jahr ja schon so viel verdient haben, wie wir uns letztes Jahr im Ganzen hatten. Da werden wir ein bisschen runtergehen. Also momentan steht es ja ganz gut mit unserem Geld. Dann könnten die das vielleicht schaffen. Ich weiß nicht, ob man da pro Person 50 Cent bezahlen muss oder 45. Da bin ich mir nicht sicher. So, hier wird auch noch weiter gebaut. Das war jetzt der Schlachter, ne? Das Slaughterhouse. Oh, da können die Kühe, wenn die da rausgucken aus dem Fenster, sehen sie gleich, wo sie später hinkommen. Ist nicht nett, aber so ist das Leben, ne? Rot so beschissen wie eine Hühnerleiter, hätte ich fast gesagt. So, wie sieht es jetzt hier aus? Transportiert sie nun, wo will sie hin? Halt, wer bist du? So, Workday, mowing grass for hay. Hm, okay. Nee, das ist nicht die, die hier arbeitet, oder? Doch, mowing grass for hay. Da ist sie zu Hause, okay. Construction completed slaughterhouse. Also, unser Schlachthaus steht auch. Wir haben natürlich noch, ne, Cows und Pigs können da rein. Und da wird dann, ja, Fleisch und Leder draus, glaube ich. Und das kann man dann halt weiterverarbeiten. Also das Fleisch natürlich verkaufen an die Leute und das Leder. Das können wir dann natürlich zu Schuhen machen. Und die Schuhe können wir wieder verkaufen an Leute. Beziehungsweise können wir vielleicht auch verhandeln. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, hier wird jetzt natürlich dann die Tannery, also das gebaut, wo man dann das Schweins- und Rinderhaut zu Leder verarbeitet. Ja, das war auch sowas, ne? Da war auch mal so ein Rundungsfehler drin früher. Weiß man auch nicht, ob das gut ist. So, 1,5 Fisch. Also der Fisch scheint jetzt hier auch richtig gut wegzugehen. Ja, Potatoes hat er dieses Jahr nicht mehr zum Verkaufen. Also da gibt es keine mehr. Wie sieht es hier finanziell aus bei euch? 0,15 habt ihr jetzt. Es hat sich wieder normalisiert etwas. Ihr seid mit 2 Dollar im Minus. Was habt ihr euch denn gekauft, dass es so teuer war? Das ist ja mal richtig fies. 2 Dollar Minus ist schon ganz schön fies. Ja, wir müssen halt warten, dass die der Reifegrad da ist. Ich beschleunige mal noch ein bisschen mehr, dann bauen sie noch ein bisschen schneller. Es sieht alles nicht mehr schön aus, muss ich aber ehrlich sagen. Also das gefällt mir denn bei solchen Spielen nicht, wenn das denn beschleunigst und du... Ja, die rennen dann halt eben so ein bisschen wie die kleinen Verrückten hier rum, ne? So ein bisschen auf Duracell-Hase mit ein bisschen zu viel Batterie im Popo. Das gefällt mir dann persönlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt ausziehen werden, aber ich kann jetzt nicht einfach so mal... Ich bin eigentlich nicht gewillt, dort jetzt Geld hinzugeben. Also das müssen wir mal gucken, ob wir dann vielleicht doch noch ein bisschen die Sache reduzieren. Also die hätten ja 3 Stück, die eigentlich einen Job machen könnten. Also bin ich schon ein bisschen merkwürdig, dass die halt eben dann so wenig Kohle haben. So, Tannery ist completed. So, hier, das ist jetzt gleich reif. Da ist aber bloß die Hälfte gewachsen. Hier auch nur, da auch nur, da auch nur. Also das ist alles auf 60% nur. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Aussehen so lange... Aber wo, im ersten Feld müsste es ja dann eigentlich richtig funktioniert haben. So, dort haben wir zumindest ein bisschen was drin. Ein Worker ist da drin. Ob die da jetzt was macht, weiß ich nicht. Meist ist es erstmal raus, es ist erstmal Material drin. Wenn wir die ersten Kühe kriegen, können die da auch überleben. Weil das war ja damals unser riesengroßer Fail, den wir mal geleistet haben. So, jetzt stellen wir hier so viele Leute ein, wie geht. So, ein paar werden halt bloß einfache Träger, ne? Aber jetzt sollten hier eigentlich alle Arbeit haben. Und dann sollte jetzt auch wieder ein bisschen Kohle reinkommen. Auch hier sollten alle Arbeit haben. Also im Erntemonat sollte jetzt richtig Geld ausgeschüttet werden an die Bevölkerung. Da sollte richtig was stattfinden. Und dann haben wir hier natürlich jede Menge Kartoffeln. Das ist aber auch echt gar nicht mal so wenig. Also das ist ja schon eimerweise ordentlich Kartoffeln hier. So. Da robben sie weiter auf dem Kartoffelfeld herum. Zack, 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 zack. Und mal fällt unten aus dem Rock einfach so ein Eimer raus. Ne? So, mal gucken hier bei hier. Plupp. Den sieht man vorher nicht. Das sieht echt ganz schön fies aus, ne, wenn das so schnell geht. So, hier so mit normaler Geschwindigkeit, da sieht man dann halt, ne, sie gehen dann kurz in die Hocke, pflücken die Pflanze, ne, dann wird die Animation kurz gemacht, dann stehen sie wieder auf. Okay, das ist ein bisschen ruckartig, vielleicht nicht ganz so gut für den Rücken, aber gut, was willst du machen? So, und dann stellen sie einen Eimer ab und dann nimmt sie sich sogar schon einen Eimer und trägt ihn beiseite. So, und hier haben wir natürlich das Ganze mit den billiges Getreide, ne? Da geht es ein Stückchen weiter, haut das weg. So, dann haben wir schön das Getreide und dann stehen hier die Garben am Platz oder auf dem, auf unseren
Feldern. Gut, also die Ernte wird im nächsten Monat weitergehen. Wir haben immer noch ein Haus, was Family Out of Money ist. Da müssen wir vielleicht mal gucken, ob ich da vielleicht dann doch in meiner großen Güte vielleicht mal $5 spende. Aber ich meine, die sind ja sowieso im nächsten Monat dann weg. Also von daher, dann lass es lieber ausziehen und eine neue Familie kommen. Ich weiß nicht, ob das günstiger ist oder nicht günstiger. Momentan macht es ja nichts. Wenn man jetzt noch Bildung investiert hat, macht es vielleicht doch noch mehr. Gut, also wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.